Guten Morgen, guten Morgen. Ich dachte, ich starte jetzt mal in den Tag. Es ist mittags. Hier ist ein bisschen Chaos. Und ich finde meine Lieblingskette nicht. Ich habe die ganze Zeit auch auf der Weltreise immer dabei gehabt. Das ist diese Seesternkette und die hat die ganze Weltreise überlebt und jetzt finde ich sie zu Hause nicht. Ja, auf jeden Fall wollten wir jetzt nochmal zum Flohmarkt. Ich brauche nämlich unbedingt eine Schminktischlösung. Guckt euch das mal an. Eigentlich ist der Schminktisch groß genug, aber dadurch, dass ich so viele Samples bekomme, steht das jetzt alles auf dem Tisch und es ist immer Chaos und da unten stehen auch noch Sachen. Und ich sortiere schon relativ viel aus und lasse mir auch gar nicht so viel schicken und trotzdem, ja, bin ich immer noch so am Testen und brauche irgendwie noch so eine kleine Kommode hier oder so, wo ich Sachen reinpacken kann. Deshalb wollten wir jetzt zum Flohmarkt und mal gucken, ob wir da irgendwas finden, zufällig. Ich bin ja eher skeptisch. Mal sehen. Und dann wollten wir Matcha trinken gehen später und ich werde noch ein Outfit shooten, das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ich habe auch eine neue vegane Tasche und das, da nehme ich euch natürlich wie immer mit. Ein kleiner Einschub. Ich habe nämlich auf Instagram gestern die Frage gestellt, ob ihr irgendwelche Fragen habt an uns. Bist du bereit? Ja. Ja. Wir machen das auf Deutsch, ja. Ja, auf Deutsch. Was macht ihr beruflich? Also ich bin hauptberuflich Bloggerin derzeit. Und was machst du beruflich? Ich bin Wissenschaftler. Bevor unsere Reise habe ich mein Doktorarbeit fertig geschrieben und jetzt mache ich eine Postdoc-Stelle hier in Berlin. Okay, wie habt ihr euch kennengelernt und wie lange lebt ihr schon zusammen? Das kannst du beantworten. Wir haben uns in Bremen kennengelernt durch Lacrosse. Ich habe Lacrosse auf der Männermannschaft und sie hat auf die Frauenmannschaft gespielt, beim gleichen Club. Und wir wohnen seit 3 Jahren? Also offiziell, es ist ein bisschen, ja. Es ist kompliziert. Ein bisschen kompliziert, aber offiziell hier in dieser Wohnung 3 Jahre. Genau, 3 Jahre. Was hat sich durch die Weltreise für euch verändert? Es war mein erstes Mal so richtig Südostasien. Ich war vorher mal eine Woche auf Bali, aber das war irgendwie so, es war nicht so richtig Backpacking. Und das Backpacking war richtig cool, also habe ich wirklich Sachen gemacht, wo ich dachte, oh, wo ich vorgedacht habe, das würde ich niemals machen und wo ich dann doch ziemlich mutig war. Wo kommt dein Liebster her? Wo kommst du her, Jesse? Ich komme aus... Das ist auch nicht so einfach, ist auch kompliziert. Also ich bin in New York geboren und auch... Aufgewachsen. Aufgewachsen, ja, sorry, ich habe das Wort vergessen. Aber ich bin halb amerikanisch, halb südafrikanisch. Meine Mama kommt aus Südafrika. Und dann die letzte Frage, das Rezept von deinem Bananenpfannkuchen, teilst du das mit uns? Ja, gar nicht. Also eigentlich habe ich auch einen Blogpost dazu. Ich denke, den kann ich verlinken, aber du kannst ja mal kurz sagen. So 5 oder 6 Zutaten, das ist nicht viel. Ja, also ich habe einen Blogpost, den verlinke ich unten, aber du kannst ja kurz sagen, was reinkommt. Bananen. Wie genau ihr das mixt, das verlinke ich euch. Ich habe das Rezept auf meinem Blog mal gepostet. Da habe ich dann auch Zutatenliste nochmal genauer. Willst du noch was sagen? Willst du noch was loswerden? Nein. Jetzt ist dein Moment, Jesse. Ich habe Hunger. Das sagt er immer. Er hat immer Hunger. Immer. Ist es bei meinem Freund auch so, dass er immer Hunger hat? Das ist schlimm. Muss ihn immer irgendwie versorgen. Ja, und dann geht's jetzt weiter im Vlog. Wir sind wieder in meinem Lieblingshof, wo ich immer Fotos mache, weil hier einfach niemand vorbeikommt. Und ich bin da nicht gestört von anderen Leuten, die mich irgendwie anstarren beim Fotos machen. Und Jesse macht jetzt noch ein kleines Video von mir für das Outfit of the Day. Jesse? Wie heißt das? Veggie Vega Restaurant. Das ist ein neu für uns, indisches, veganes, vegetarisches Restaurant hier in Bergmann. Ja, und zwar, hier seht ihr es, haben wir Hunger und hier ist immer sehr günstig und sehr, sehr gut. Das ist zum Beispiel das vegane Thali, das kostet 6,90 und da kommt noch Dessert und eine Suppe dazu. Und das ist meine Linsensuppe, die kostet 3,50. Und dazu bekomme ich jetzt noch Brot, das habe ich auch noch bestellt. Das ist immer gut, ne? Mm. Das ist so lecker. Was machst du, Jesse? Matcha Latte. Du machst das anders als ich. Ich mache ein Matcha Latte.
Und ich mache mir jetzt Red Espresso. Ich versuche mich ja an Latte Art. Und jetzt probiere ich das gerade mal mit dem. Also nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Man muss ja die Milch richtig einfüllen. Aber ich will nicht die ganze Zeit Matcha trinken. Und jetzt trinke ich ein bisschen Red Espresso. Du hast einfach... Guck mal, das ist ein Herz. Ich habe ein bisschen besser gemacht, denke ich. Nur ein bisschen. Oh Mann, warum bin ich nicht besser? Ich bin immer schlechter. Naja, abgesehen von dem schönen Muster, wollte ich auch nur sagen, es ist eine Tasse aus Kaffeesatz, was ziemlich cool ist. Also eine Tasse aus Abfällen sozusagen, aus altem Kaffeesatz. Und ja, ich finde, die sieht richtig cool aus. Vielleicht auch ein cooles Geschenk. Auf jeden Fall war es ein Geschenk für meinen Mitbewohner. Jetzt benutze ich das. Hüps. Ich bin so ein schlechter Vlogger. Ich habe die ganze Zeit nicht gefilmt, aber wir hatten Freunde da. Und dann ist das irgendwie komisch, wenn ich filme und naja... ich die Kamera in deren Gesicht halte oder irgendwie auf unsere Sachen. Ja, und Jessie möchte aber heute unbedingt mit drin sein im Vlog. Und Jessie hat uns gerade Burger gemacht. Portobello Burger, die gibt's jetzt. Yum, yum, yum. Hier sind die. Okay, wir haben nur Toastbrot gefunden. Aber genau, das sind die Portobellos. Die hat er mariniert und angebraten und dann wird das jetzt belegt. Es wird auch lecker mit dem Brot. Hier ist jetzt mein Burger mit Toastbrot. Aber es sieht gut aus, oder?